herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Johnny's Kitchen, unserer kleinen, aber feinen Kochshow mit Musik. Hier zur besten Sendezeit und inmitten unseres eigenen Channels. Heute freue ich mich sehr, euch einen geschätzten Kollegen vorzustellen, und zwar den Saxophonisten, Komponisten und Musikproduzenten Julian Bossert. Kennengelernt haben wir uns bei einem der unvergesslichen Summer Exchange Festivals in Pszczeka in Polen, im Riesengebirge, das unser hochverehrter Kollege, Schlagzeuger, Perkussionist Bodek Janke dort veranstaltet. Dort habe ich Julian zum ersten Mal Saxophon spielen hören und mir sind seine flüssigen, ideenreichen Improvisationen noch gut in Erinnerung. Und ich bin sicher, wir werden heute von ihm hier einige davon hören. Aber es wird nicht nur Musik geben, sondern gemäß unseres Mottos Cook and Play wird Julian auch etwas Leckeres für uns kochen. Und was das sein wird, das seht ihr nach dem Trailer. Ja, hallo Julian, freut mich Johannes. Total, dass du hierher gekommen bist zu Johnny's Kitchen und für uns musizierst und kochst. Und da werden wir später noch drüber reden, was das sein wird. Aber zuerst wirst du ja musizieren. Und weißt du eigentlich schon, was du spielen wirst? Ich weiß genau, was ich spielen werde, ja. Ah, okay, du weißt ganz genau, was du spielen wirst. Das heißt, es ist keine Improvisation im Spiel? Es ist Improvisation im Spiel, aber an einem Faden, den ich schon voraussehen kann. Also es wird nichts für mich total Unvorhergesehenes passieren, für euch aber unter Umständen schon. Weil ich glaube, Lee Konitz hat doch einmal gesagt, spiele nicht das, was du schon gespielt hast. In dem Sinne wäre es ja, was ich denke, was fast unmöglich ist, etwas komplett Neues zu erfinden. Geht das überhaupt? Das geht innerhalb von gewissen Grenzen. Ich denke, Lee hat es geschafft. Trotzdem erkennt man Lee am ersten Ton. Das heißt, es gibt Dinge, die sind improvisiert, es gibt Dinge, die er immer wieder verändert. Deshalb ist seine Musik so lebendig. Aber es gibt auch Sachen, die sind immer ähnlich. Deswegen erkennt man die Musik auch wieder. Ja, es ist. Wahrscheinlich ist es völlig unmöglich, Musik von jedem Ton, den man spielt, an neu zu erfinden. Klar könnte das eine Idee sein, Musik zu machen, aber man muss das Rad nicht jedes Mal neu erfinden, oder? Ich glaube, es ist nicht möglich, das Rad jedes Mal neu zu erfinden. Also ich glaube, was eher passiert ist, wenn man mit der Herangehensweise rangeht, okay, ich erfinde das Rad neu, ist, dass man eben das nicht tut, weil man so das Gefühl hat, okay, ich darf auf nichts zurückgreifen, was ich kann, was ich weiß, was funktioniert, und dann komme ich wahrscheinlich gar nicht erst in den Flow. Aber darum geht es auch, glaube ich, nicht. Also im Kleinen passieren immer Wunder, wenn man sich in diesen Prozess reinbegibt und in die Musik reinbegibt. Aber im Großen und Ganzen ist die Vorbereitung entscheidend, würde ich sagen. Ich sehe das ziemlich ähnlich. Also ich finde auch, dass man bei der Improvisation schon auch den Moment nutzen kann, um sich zu inspirieren, weil jeder Moment ist anders und es kann jedes Mal wie in einem Schachspiel eine neue Entwicklung nehmen, aber natürlich kennt man auch seine Züge und weiß auch, an welcher Stelle man wie reagieren sollte, wenn Harmonien so oder so wechseln. So ähnlich ist es beim Kochen, man weiß ungefähr, auf was es hinauslaufen soll. Weißt du, worauf dein Gericht hinauslaufen soll, dass du heute kochen willst für uns? Was wird das überhaupt sein? Also ich sehe meine Expertise eher im musikalischen Bereich. Also beim Kochen bin ich mir nicht ganz sicher, was dabei rauskommen wird. Also da ist ein höherer Improvisationsanteil, ein höherer Risikofaktor auf jeden Fall. Okay. Also da wirst du Lee Konitz gerecht. Da werde ich Lee Konitz gerecht, weil ich weniger kann. Okay. Weniger Erfahrung habe. Aber ich koche natürlich sehr gerne und freue mich, dass wir hier kochen. Und ich habe ein Gericht mitgebracht. Das habe ich in Israel kennengelernt. Israelische Küche ist ja hauptsächlich für zwei Dinge berühmt, einmal für Hummus
Und dann aber auch für Shakshuka. Das ist ein Gericht, was hauptsächlich aus Tomaten, Paprika und Eiern besteht und in der Pfanne zubereitet wird. Und das wird da eigentlich sehr häufig zum Frühstück, auch gerne als Mittagessen serviert. Wir werden es heute als kleines Abendessen einnehmen und das gemeinsam kochen. Da freue ich mich sehr drauf. Und vorher wirst du wahrscheinlich schon mal ein Stück spielen. Wir haben auch vorbereitet, dass wir ein gemeinsames Stück spielen. Das heißt Morning Dance. Ohne mich jetzt hier hervortun zu wollen, ist das eine Premiere, eine Uraufführung. Das werden wir gleich spielen. Und, aber zunächst spielen wir jetzt einmal ein Stück von dir, beziehungsweise du spielst das Stück alleine. Und vielleicht sagst du kurz, wie es heißt und dann spielst du es uns. Ich werde zwei Stücke spielen aus meinem neuen Programm. Ich habe die letzten zwei Monate ein kleines künstlerisches Experiment gewagt. Ich habe gesagt, ich möchte jeden Tag komponieren und jeden Tag innerhalb von einem Zeitrahmen von 2 Stunden ein Stück komponieren, produzieren und veröffentlichen. Das Projekt trägt den Titel Flow Pieces und jetzt kommt die Live-Version davon. Ich habe einige Stücke mitgebracht, die ich in Live-Version spielen werde, also Flow Pieces Live. Und im ersten Block spiele ich für euch das Stück mit dem Titel Digital Art und direkt angeschlossen kommt das Stück Contemplation. Was man dazu noch sagen kann, ist natürlich, dass die grafisch auch sehr ausgearbeitet wurden von dir. Da kommen wir später vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Jetzt freue ich mich auf jeden Fall erstmal sehr, das Stück zu hören und wünsche dir viel Spaß beim Spielen. Dankeschön. Danke. Bitte. Thank you.
Sehr schön, Julian. Jetzt würde ich sagen, fangen wir doch mal an, dieses wunderbare Gericht zusammen zu kochen. Mhm. Shakshuka, spreche ich das eigentlich richtig aus? Ich denke schon, ja. Ja, Shakshuka. Ja. Shakshuka, ja. Klingt ein bisschen wie Respekt. Es ist, ich glaube, es ist arabisch, aber für Mischung. Ach, eine Mischung. Mischung, genau. Shakshuka. Und zwar in dem Fall eine Mischung aus Tomaten, Paprika, Knoblauch. Was ist das hier? Das ist Kreuzkümmel. Und was machen wir damit? Den werden wir noch mörsern. Mörsern? Die ganzen Aromen preisgegeben werden. Aha, okay. Ich sehe Olivenöl. Olivenöl. Genau, also was zuerst eigentlich passiert ist, wir werden die Paprika schneiden. Okay. Und den Knoblauch. Okay, gut. Dann machen wir es doch mal. Sollen wir uns die Arbeit teilen? Gerne. Ich mache mich mal den Knoblauch. Such dir ein Messer aus. Ja, möglichst scharf, aber ich denke, das hier funktioniert. Ja? Ja. Okay. Gut, dann mache ich die Paprika. Ja? Gut, gewaschen habe ich sie schon. Super. Also, noch 4 Knoblauchzehen. Ich habe ewige Zeiten keinen Knoblauch gegessen. Ich habe mich immer als Vampir vorgestellt, wenn ich irgendwo zum Kochen eingeladen war oder selber gekocht habe. Wie gesagt, ich bin ein Vampir, ich esse kein Knoblauch, dann zerfalle ich zu Staub. Und irgendwann habe ich gemerkt, das stimmt gar nicht. Und seitdem koche ich auch wieder mit Knoblauch. So, ein bisschen platt drücken. Ich freue mich jetzt total auf unser Essen und vielleicht was Leckeres zum Trinken dazu. Also ich könnte zum Beispiel ein leckeres Mineralwasser anbieten oder ein gekühltes Bier oder sowas. Achso, wie möchtest du die haben? Stücke oder Streifen oder so? Guck mal, ist das. Nein, das ist super so. Das ist perfekt. Ist super? Okay. Also, Wasser geht immer. Ich glaube, Wein könnte tatsächlich ganz gut passen dazu. Ja? Ich habe so einen, ich glaube, ein Grauburgunder ist das. Den könnten wir gleich mal öffnen, weil eine alte Regel besagt, beim Kochen muss man erstmal ein Glas Wein in den Koch schütten. Das bin ich auf jeden Fall dabei. Es gibt ja wenig Sachen, die schöner sind als Kochen und Wein trinken. Ja gut, es bleiben noch ein paar wenige Dinge übrig, an denen man sich auch ganz gut erfreuen kann. Da müssen wir aber jetzt ins Detail gehen. Wollen wir das tun? Was fällt dir denn ein? Also ich finde ja immer die Mischung Wein, Weib und Gesang. Das ist, wie geht das nochmal auf Englisch? Gibt es so eine Expression? Weinheit und Gesang? Kenne ich gar nicht. Nein? Wie war das denn nochmal? Sex und Wachsen und Ankenrohr. Genau. Mensch, Leute. Mensch, Mensch, Mensch. Danke. Meine Zuflöse, meine liebe Frau,
Die weiß natürlich genau, worum es geht. Mhm. Jetzt kommt das Glas Wein, das wir in den Koch reinschütten. Aber nicht nur der Koch kriegt ein Glas Wein, sondern auch seine Hilfskraft. Das bin in dem Fall ich. Prost, Julian. Prost, Johannes. So, jetzt haben wir eigentlich fast alles geschnibbelt, bis auf die Tomaten. Wir könnten zwischendurch jetzt mal ein Stück Musik machen, oder? Ja, habe ich Lust drauf, klar. Oder? Lass was spielen. Wie geht's denn jetzt weiter, Julian? Jetzt würde ich dich bitten, Kreuzkümmel zu mörsern. Kreuzkümmel zu mörsern? Ja. Wie viel denn ungefähr? Ja, so ein Teelöffelchen. Ein Teelöffel? Ja, das sollte passen. So? Das ist perfekt, ja. Perfekt. Gut. So. Jetzt werden die ganzen Aromen freigegeben. Okay, und
als nächstes? Genau, ich mache jetzt schon mal Öl in die Pfanne. Ja. Je viel, desto lecker, hat man jemand gesagt. Ja, ist auch voll dran. Knoblauchparty. Zum Knoblauch gesellen sich ein paar gute Sachen, nämlich gemahlene Kreuzkümmel. Dann gebe ich jetzt Harissa dazu. Das Gericht kommt ja eigentlich aus Nordafrika ursprünglich. Dementsprechend haben wir hier auch eine scharfe Würzzubereitung nach nordafrikanischer Art. Fidschili gibt es ordentlich scharf, nicht zu scharf, aber zu scharf. Viel scharf. Und dann kommt schon mal der zweite Star des Gerichts, nämlich Tomaten. Erstmal jetzt in Form von Tomatenmark. Später kommen auch noch frisch gehackte Tomaten rein. Und jetzt kommen gleich die Paprika schon rein, richtig? Genau, richtig. Und dann hören wir wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen Musik, oder? Dann gibt es Musik auf die Ohren, ne? Richtig. Sehr gut. Das ist mein Glas. Ja, so, genau. Wieso ist in meinem Glas eigentlich viel weniger drin? Ich habe dich ja überholt. Ich habe dich ja überholt. Ja, aber dann müsstest du ja weniger haben. Nee, ich du hast nach. Ja, ich habe dich noch nicht überrundet. Also noch nicht, aber okay. Werden wir sehen. Ja, super, ja, dann hören wir ja jetzt noch ein Stück von dir. Genau, ich spiele jetzt noch was und dann schauen wir weiter, nehmen wir die Tomaten und so. Dann nehmen wir die auseinander, genau. Genau. Bis gleich. Super. Thank you.
Wunderbar. Vielen Dank. Ich muss einfach mal ein bisschen die Stiele mache ich mal ab. Das sind ja hier Büffelherzen, sagt man, oder? Ochsenherzchen, sozusagen. Ich habe es tatsächlich ausprobiert, dieses Gericht, einmal mit frischen Tomaten und einmal mit Dosentomaten. Und es ist besser mit frischen Tomaten, frischen Gartentomaten. Das überrascht mich jetzt nicht. Wenngleich ich der Ansicht bin, es gibt ein paar hervorragende Tomaten aus der Dose. Dann gibt es zum Beispiel bei Rewe gibt es hervorragende Bio-Tomaten. Aus der Dose sind fantastisch. Aber die kommen irgendwie immer an frische Tomaten natürlich nicht ran. So, wenn wir jetzt durch sind mit den Tomaten, hören wir da nochmal Musik? Ich glaube ja, ne? Auf jeden Fall. Spielst du nochmal was? Ja. Super. Klasse. So, Dann spiele ich das schon mal ab hier und du spielst schon mal was. Ich spiele was von meinen Flow Pieces und bis gleich. Super, bis gleich. Thank you.
Super geil. So, jetzt sind wir, glaube ich, da, dass die Paprika gar ist, oder? Soll ich mal probieren? Schau mal rein, ja. Sieht gut aus. Wunderbar. Die Paprika ist schon weich. Es riecht wunderbar. Und jetzt ist der Punkt gekommen, wo die Tomaten zu Bade gelassen werden. So, das verteilen wir und das köchelt jetzt auch noch so 10 Minuten, bis daraus eine homogene Masse entstanden ist. Als nächstes kommen die Eier. Die haue ich jetzt da rein. Eigentlich soll man hier so kleine Vertiefungen machen. Ja, das ist in Ordnung. Ich haue das jetzt einfach rein. Wieso? 6 Stück müssen in der Pfanne verteilen. Das mache ich, wobei ich mache das jetzt ein bisschen anders. Die sind voll abgeguckt und zwar hier so. Macht hier noch so eine Vertiefung rein. Nummer 2. Deckel drauf, damit es von allen Seiten gleichmäßig gart. Und sehen uns in 5 Minuten wieder. So, hier ist Fladenbrot, hat nur ein paar Minuten im Backofen. Und dich. Und hier gibt es Joghurt. Da habe ich schon ein bisschen Petersilie drauf gemacht. Und auch einen Schwung Salz. Und einen Schwung Pfeffer. Aber der Teufel steckt in der Seite. Zack, bumm, fertig, auf den Tisch. Zum Abschluss haben wir noch Petersilie, frisch gehackt. Kommt hier drüber und macht alle Menschen glücklich. Ich bin sehr gespannt, es riecht sehr lecker. Wir werden gleich sehen, ob es tatsächlich auch schmeckt. Heiß und fertig. Ich hoffe, man kann es essen. Ich habe auf jeden Fall alles gegeben, uns Zeug gelegt und das Urteil überlasse ich euch. Julia, kannst du mir deinen Teller machen? Ja, und? Wow, das schmeckt fantastisch. Cool. Ist sehr lecker, ja. Mhm. Und also ich finde ja, die Konsistenz des Eigelbs ist exakt immer, ja. Oder? Mhm. Ja, das ist auch so ein Vollpfeffer. Das ist auch gut. Also man kann da durchaus schon von einer Komposition sprechen, würde ich sagen. Also das ist keine Improvisation, sondern man hat das Gefühl, es soll wirklich so schmecken, wie es hier jetzt von dir angerichtet wurde, Julian. Das nehme ich als Kompliment. Also es ist ein Cover, muss ich sagen. Es ist ein Cover, aber ja. Ein Remake. Gut, Covern ist ja auch sehr schwierig, wie wir alle wissen. Das ist eine respektvolle Näherung an eine bestehende Komposition. Sehr gut, so würde ich es auch bezeichnen. Was hast du gestern nochmal gesagt? Good Artist Sparrow. Mm. Danke. Genau. danke. Ja, Good Artist Sparrow, Great Artist Steel. Sehr schöner Spruch, nochmal. Good Artist Sparrow, Great Artist Steel. Ja, guter Künstler Leihen und großartige Künstler Stehlen. Gut, also, welcher Künstler fällt dir denn jetzt zuerst ein, der großartig ist und seine Karriere auf Diebstahl begründet. da fallen mir einige ein, aber ich finde ein schönes Beispiel, was mir sofort einfällt, ist Prince.
Prince ist, und das hat Miles Davis gesagt, Prince, er hat Prince live gesehen, der hat gesagt, dass das musikalische und das Performance-Konzept von Prince ist Marvin Gaye meets Jimi Hendrix meets James Brown. Und da ist was dran. Da also ist dran, meine, ja. Wie die Grooves angelegt sind, wie die Songs angelegt sind, da kommst du mit diesen drei Zutaten kommst du schon nah dran. Und natürlich, also der Grund, warum Leute sagen, ich will mich nicht bedienen bei toller Musik, also was irgendwie Soundästhetik, was aber auch kompositorische Ideen angeht oder Soundideen, ist, weil sie Angst haben, selber eine Kopie zu werden. Aber das passiert ja nicht. Also wenn du gut und intelligent stiehlst, sage ich mal, oder wirklich abschreibst oder kopierst, dann findet, sobald du nicht total doof bist, findet das auch wieder ein Einzug in deine eigene Identität. Und ich glaube, also wenn man das gut macht, dann ist man keine blasse Kopie, sondern findet man was Eigenes, was irgendwie stark ist. Und da gibt's, also ich bin ja Jazz, ich sehe mich selber als Jazzmusiker. Es ist immer so, also dass die Leute, du kannst meistens den Sound von einem tollen oder einer tollen Improvisatorin kannst du zurückführen auf drei, vier klar hörbare Einflussquellen, die natürlich dann auf eine tolle Art und Weise miteinander kombiniert umgesetzt sind. Aber wenn man sich dem enthält und sagt, ich will von Anfang an mein eigenes Ding machen, das ist schwerer und dauert länger und ist vielleicht ein Ergebnis nicht ganz so stark, als wenn man sagt, ich bediene mich auch mal. Naja, man muss ja auch sagen, es hat in der Musik ja eigentlich auch schon fast alles gegeben. Also da jetzt eine Nische zu finden und da hinein Musik zu erfinden, halte ich für außerordentlich schwierig. Und natürlich ist das Verwursten von dem, das Verarbeiten von Musiken, die man gehört hat, das ist wahrscheinlich das Naheliegendste, wie man arbeitet. Und das schließt wahrscheinlich auch Miles Davis mit ein. Ja, liebe Gäste, das war eine weitere Episode von Johnny's Kitchen, unserer kleinen, aber feinen Kochshow mit Musik. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, zuzuhören, wie wir musizieren oder zuzusehen, wie wir gekocht haben. Das Rezept findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt wird Julian nochmal ein Stück für uns spielen. Und ich sage an der Stelle schon mal an alle Zuschauer und Zuhörer Tschüss. Und wir verabschieden uns aus Johnny's Kitchen und freuen uns, euch wiederzusehen. Bis dann. Tschüss.